Dann herzlich willkommen in die Runde. Wir sind hier wieder seit längerer Zeit mal wieder zusammen. Wir, das sind Carsten und Jan. Und wir hatten ja in der Vergangenheit ein paar Folgen aufgenommen, die sich hauptsächlich auf ja, digitale Aspekte und Didaktik in der Corona-Pandemie bezogen haben. Heute wollen wir unsere Serie mit der 8. Folge, glaube ich, mittlerweile weiterführen. Und heute ein Thema besprechen, was sicherlich auch aktuell ist für die Pandemie, aber gar nicht mal unbedingt nur, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn Carsten setzt in seiner Lehre auf Scrum in Verbindung mit Inverted Classroom. Und ja, er möchte uns heute ein bisschen was davon erzählen. Und ich denke, wir werden nachher im Anschluss, nachdem Carsten uns ein bisschen Input gegeben hat, ein bisschen darüber diskutieren. Und in dem Sinne, Carsten, darfst du gerne direkt starten. Genau, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Ich habe so zwei, drei Folien, anhand derer ich das ganz gerne erklären möchte. Auch von meiner Seite erstmal hallo. Hallo. Und zack, genau. Das müsste jetzt zu sehen sein. Ja, ich habe es Ja. genannt. ICM meets Scrum. Das war im Prinzip ein Kurzbeitrag auf dem University Future Festival, was Anfang November war. Was ganz spannend war, wurden eine ganze Reihe von Beiträgen rund um das Thema Hochschule, Digitalisierung der Hochschullehre irgendwie zu hören waren. Und ich hatte halt diesen kurzen Beitrag und das würde ich einfach mal ein bisschen was zu erzählen und können wir vielleicht gleich ein bisschen darüber diskutieren. Vielleicht mal so zum formalen Rahmen. Das ist bei uns, ich bin ja in dem Informatikstudiengang tätig. Kernfach der Informatik ist das Modul Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist bei uns im zweiten Fachsemester angesiedelt, also relativ früh. In unseren beiden Informatikstudiengängen Medien und technische Informatik. Und ja, vom Umfang her ist es eine ja, sehr vorlesungslastige Veranstaltung mit V3, dann einstündiges Praktikum dabei. Ja, Teilnehmerzahl etwa so 50 bis 70 Teilnehmende. Und ja, es sind so Kerninhalte der Informatik. Das heißt, die Studierenden sollen ein bisschen was mitnehmen, so zum Bereich algorithmisches Denken, Wechselwirkung von Algorithmen und Datenstrukturen, effiziente Algorithmen, also eigentlich so eine Kernkompetenz von angehenden Informatikerinnen und Informatikern. Ich bin ja schon seit längerer Zeit ein großer Freund von diesem Inverted Classroom. Vielleicht auch das ganz kurz nochmal erklärt. Im Prinzip in drei Phasen unterteilt: individuelle Vorbereitung. Das kann, alle möglichen Medien können dann zum Einsatz kommen: Texte, Videos, Screencasts. Es ist halt, sage ich mal, richtig aufgekommen mit der weiteren Verbreitung von Videoeinsatz in der Lehre. Dann die Phase im Hörsaal gemeinsam zwischen Studierenden und Lehrenden, wo dann im Prinzip eher so problemorientiert gearbeitet wird, wo Aufgaben bearbeitet werden, wo es auch mal zu so Just-in-Time-Teaching-Phasen kommt. Das heißt, die Lehrperson vermittelt nochmal irgendwie Dinge an die gesamte Gruppe, wenn beispielsweise festgestellt wird, dass irgendwas noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Und im Nachgang dann die dritte Phase, Post-Class-Phase. Beispielsweise, ich nutze das immer, dass ich die Studierenden ermuntere, dass wenn sie Aufgaben bearbeitet haben, ich ihnen dann Musterlösungen rausgebe, wo sie dann nochmal ihre eigenen Lösungen mit den Musterlösungen vergleichen. Und dann geht sozusagen die nächste Phase über. Das funktioniert, ja, sage ich mal, so teilweise ganz gut, nämlich dann, wenn man auf Studierende trifft, die sich selbst gut motivieren können, die eine hohe Selbstregulationskompetenz haben. Aber wenn das gerade nicht der Fall ist, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Die Studierenden kommen unvorbereitet in den Veranstaltungsraum. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, ich muss noch mal so einen Rahmen drumherum stülpen, um einfach das eigenverantwortliche Lernen so ein bisschen zu motivieren. Und da habe ich mir überlegt, na, eigentlich ist es eine ganz gute Idee, wenn man vielleicht auch so eine Vorgehensmethodik wählt, die vielleicht eh bei Informatikern und Informatikerinnen in dem späteren Berufsleben vielleicht zum Einsatz kommt. Und das ist halt die Scrum-Methodik. Ja, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Scrum insbesondere so im Bereich oder entstanden aus dem Bereich der Softwareentwicklung heraus, wo es, sage ich mal, eine Reihe von Akteuren gibt. Und eine Reihe von ja, Artefakten, sagt man, Dinge, die quasi entwickelt werden. Also das Ziel von Scrum ist letztendlich die Produktentwicklung, beispielsweise ein Softwareprodukt. Und auf dem Weg zu einem Softwareprodukt, da gibt es sowas wie einen Anforderungskatalog. Das ist hier so als das Product Backlog bezeichnet.
dann wird im Prinzip die Entwicklung aufgeteilt in mehrere Sprintzyklen, so heißt das in dieser Scrum-Systematik. Und was im Rahmen eines Sprints bearbeitet wird, das ist das sogenannte Sprint-Backlog. Am Ende eines Sprints kommt dann so ein Produkt heraus und ein Zwischenprodukt. Ja, und dann gibt es mehrere Events und das ist einmal die Sprintplanung, wo im Prinzip konzipiert wird, was während des nächsten Sprints bearbeitet wird. Dann gibt es sowas wie Daily Scrums, wo sich das Scrum-Team zusammensetzt und überlegt, was denn sozusagen als nächstes gemacht wird. Eine Abstimmung erfolgt, Synchronisierung, was jeder gemacht hat. Und zum Ende eines Sprints wird dann ein sogenanntes Review durchgeführt. Da wird in den Blick genommen, was denn tatsächlich erarbeitet worden ist. Also was ist sozusagen wirklich das Produktergebnis, Product Increment. Und am Ende wird aber auch in den Blick genommen, wie wir eigentlich zusammengearbeitet haben als Sprint-Team. Ja, typischerweise die Zyklen, die da bearbeitet werden, das sind so 3 bis 4 Wochen. Dann gibt es halt so Vorgaben oder Empfehlungen im Rahmen von Scrum, wie lange denn so die einzelnen Dinge dauern sollten. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, das ist eigentlich ein wunderbares Instrument, um das eigentlich auch im Rahmen der Lehre anzuwenden. Und wenn man sich so die klassischen Entwicklungsvorgehensmodelle anschaut im Rahmen der Softwareentwicklung, das ist so das, was ich mal in meinem Studium gelernt habe, so dieses klassische Wasserfallmodell. Ich mache Anforderungen am Anfang. Und dann habe ich im Prinzip so mehrere Stufen, die da bearbeitet werden. Am Ende kommt dann irgendwie eine Inbetriebnahme. Und die Idee von Scrum ist einfach, dass es eine viel engere Anbindung hat an den Kunden, viel enger an die Anforderungen angedockt ist. Und aber auch, dass im Prinzip das Team mit einer hohen Eigenverantwortlichkeit diese Aufgaben bearbeitet. Ja, das Ganze basiert auf dem Agilen Manifest. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Und wie passt das eigentlich ganz gut zusammen, jetzt diese beiden, sage ich mal, Elemente, auf der einen Seite das Inverted Classroom und auf der anderen Seite das Scrum. Ja, ich habe das hier einfach mal so visuell so dargestellt, dass ich gesagt habe, naja, das, was wir sozusagen im Rahmen von Scrum als das Produkt-Backlog bezeichnen, da habe ich gesagt, okay, ich teile mal den Stoff des gesamten Semesters auf, jetzt in mehrere Sprints. Ich habe im letzten Semester, habe ich das durchgeführt, also sprich im letzten Sommersemester, habe ich die Veranstaltung Algorithmen, Datenstrukturen in 3 große Lernsprints eingeteilt, habe dann im Prinzip dem Team übergeben, ein kleines Dokument, wo ich gesagt habe, so, das sind im Prinzip die Inhalte. Habe ein bisschen was aufgeschrieben auf einer elektronischen Plattform, habe da das EdX genutzt, habe viele Videos produziert gehabt, schon aus vorherigen Semestern und habe dann dem Team eigentlich überlassen, wie sie denn sozusagen die eigene Wissensaneignung sich selbst erarbeiten möchten, beziehungsweise wie sie sich das selbst einplanen möchten. Hab dann, ich gehe vielleicht mal zur nächsten Folie über, da sieht man nämlich dieses Bild nochmal und habe hier nochmal so den Semesterablauf. Habe dann gesagt, naja, das ganze Semester teilen wir ganz regulär ein, wie wir das sonst auch haben. Ich habe 2 Veranstaltungstermine je Woche und habe im Prinzip das Semester aufgeteilt in 3 große Blöcke. Habe diese 3 jetzt mit M1, M2, M3 markierten Meilensteine definiert. Das waren sozusagen meine 3 großen Themenbereiche und habe jeweils definiert, was soll sich das Team denn einmal von der Theorie her angucken. Ja. Und ich habe aber zu jedem Meilenstein letztendlich auch ein Softwareprodukt definiert. Ja, also beispielsweise bei dem ersten Themenblock, da ging es um das Thema Sortieren. Ja, das Thema Sortieren ist A, vom Algorithmus her gar nicht so spektakulär. Das sind im Prinzip längst bekannte Inhalte. Aber mit Hilfe von, sag ich mal, Algorithmen zum Thema Sortieren kann man eigentlich ganz viele Aspekte der Informatik erläutern. Also sowas wie eine Korrektheitsanalyse, Laufzeitanalyse von Algorithmen kann man eigentlich anhand und auch Designansätze für Algorithmen kann man eigentlich an diesem Themenbereich ganz gut erläutern. Ja, das heißt, ich habe im Prinzip definiert, die und die Algorithmen müsst ihr euch angucken, die und die Methodiken und aber auch im Prinzip so eine kleine Software-Toolbox wurde definiert,
wo dem Team dann letztendlich aber freie Hand überlassen wurde, wie sie das umsetzen. Ob sie ein grafisches User-Interface mitentwickeln wollten oder nicht, das habe ich dem Team immer unterlassen. Und auch wie sie sich die Inhalte aufgeteilt haben, habe ich dem Team immer überlassen. Also ganz im Sinne von Scrum, ja, das Team arbeitet eigenverantwortlich letztendlich an den Inhalten. Und was ganz wichtig ist, wir haben halt zum Ende hin eines solchen Meilensteins, eines solchen Lernsprints, haben wir halt ein Review durchgeführt. Das war im Prinzip die Phase, wo ich mir dann mit dem Team, ich habe meistens 3 oder 4 Studierende in einem Team gehabt, angeschaut, was sie denn entwickelt haben. Das war sozusagen der eine Termin gemeinsam mit dem Team. Und der zweite Termin, das war im Prinzip, dass wir eine Retrospektive durchgeführt haben. Da haben wir uns nicht die Inhalte angeguckt, sondern wir haben uns angeguckt, wie die Leute denn zusammengearbeitet haben. Das war irgendwie ganz, denke ich, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, retrospektiv zu beobachten, wie denn das einzelne Team da zusammengearbeitet hat. Ja, als Aufgabe eines Sprints habe ich dann typischerweise sowas veröffentlicht. Das heißt, es gab einen kleinen Textbaustein, wo ich so einen thematischen Überblick gegeben habe. Hier anhand des dritten Sprints, da ging es um gerichtete und ungerichtete Graphen. Dann Hinweise auf das mögliche Material. Gab es halt eine ganze Reihe von Texten und Videomaterial dazu. Und halt, wie gesagt, ein Programmierprojekt. Hier mussten mehrere Graphenalgorithmen letztendlich implementiert werden. Und das Ergebnis war eigentlich, Verständnischeck habe ich auch gemacht. Das heißt, sowas wie so ein Test auf der elektronischen Plattform habe ich angeboten, sodass die Studierenden sich sozusagen anschauen konnten, wie gut sie denn auch an der Theorie gearbeitet haben. Ja, das ist sicherlich so eine Gefahr, wenn ich so einen problemorientierten Ansatz fahre, dass sie halt auch ein Softwareprojekt entwickeln sollen. Häufig kommt dann die Theorie so ein bisschen zu kurz. Ja, und darum habe ich da nochmal so elektronische Tests angeboten oder Übungen angeboten auf freiwilliger Basis, wo die Studierenden sich dann quasi in so eine Phase der kritischen Selbstreflexion begeben konnten. Wissensspeicher, das war noch so ein Instrument, da habe ich die Studierenden ermuntert, doch sozusagen wir durften sich 2 bis 3 Seiten Spickzettel schreiben, den ich ihnen dann zur Klausur wiedergegeben habe, ja, um sozusagen wirklich durch die Klausur, durch die Theorie durchzugehen, das nochmal in eigenen Worten aufzuschreiben. Und das habe ich halt damit motiviert, dass sie das dann bei der Klausur verwenden konnten. Das war so ein Planungsboard, was ich den Studierenden an die Hand gegeben habe, so ein Hilfsinstrument, wo sie sich im Prinzip die Arbeit aufgeteilt haben. Ja, wir haben angefangen mit relativ groben Lernzielen, Arbeitszielen, hier so Stories. Dann haben wir so Sachen gemacht, Definition of Doing, wann sie denn den Meilenstein oder diesen Sprint als fertig beachten, auch Regeln für die Zusammenarbeit und dann im Prinzip in so einem Kanban-Prinzip runtergebrochen, die groben Lernziele und Arbeitsziele runtergebrochen auf kleine To-Dos, die dann auch wirklich vergeben werden konnten. Wir haben sowas wie Aufwandschätzung gemacht, das wurde hier in so einem Run-Up-Chart abgebildet, dass dann auch im Prinzip alle To-Dos mit einem gewissen Aufwand belegt wurden, sodass man auch mal in diesen Bereich Aufwandschätzung reinkommt. Das war so ein Hilfsmittel, das habe ich mir im Prinzip aus dem Edu-Scrum, was ja auch so eine Methodik ist, die aus dem niederländischen Raum kommt, wo das auch verwendet wird, im Prinzip diese Form von Hilfsmitteln. Ja, und das fand ich im Prinzip einen ganz spannenden Ansatz. Damit will ich es eigentlich letztendlich auch jetzt belassen. Weil es, sage ich mal, letztendlich eine Methodik ist, die später von den Studierenden, zumindest der Informatik, auch erwartet wird. Im Prinzip so ein agiles, eigenverantwortliches Arbeiten. Das Feedback der Studierenden war sehr gut. Die haben das letztendlich, ich habe ein sehr positives Feedback bekommen von den Studierenden, ob dieses Vorgehen, es hat ihnen viel Spaß gemacht. Das ist ja auch mal ganz erlaubt im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es irgendwie so eine Methodik ist,
wo ich auch letztendlich deutlich über die eigentliche Fachkompetenz hinaus dieses Faches auch nochmal so Dinge wie ja, Eigenverantwortlichkeit, selbstständiges Arbeiten, kollaboratives Arbeiten, Kommunikationsfähigkeit stärken, indem ich die Studierenden dazu ermuntere, untereinander nochmal zu diskutieren. Also das, was man heute so typischerweise als diese Future Skills bezeichnet oder ein Teil davon, das letztendlich über diese Methodik auch zu befördern. Das hat mich eigentlich dazu motiviert, das überhaupt zu machen. Ja, so viel die ganz kurz zu der Vorstellung dieser Methode, die ich da im letzten Semester gemacht habe und sozusagen als Ausblick, ich werde es im kommenden Semester auch wieder machen, weil es mir so gut gefallen hat. Ja, cool. Ja, vielen Dank. Ich habe einige Fragen. Also ich finde es erstmal super spannend und auch interessant und ich überlege auch, ob ich das bei mir nicht auch irgendwie anwenden kann. Ich habe ja auch zumindest IT-nahe Fächer, also IT-Fächer, aber nicht IT-nahe Studierende. Deswegen frage ich mich noch so an der Stelle und vielleicht auch direkt an dich die Frage, wenn ich vielleicht gerade starten darf. Wie lange hast du so dafür gebraucht, bis die dieses Vorgehen verstanden haben? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt meinen Studierenden im nächsten Semester Wirtschaftsinformatik, zweites Semester BWA, das sind ja keine IT-Studierenden, die haben ja auch gar kein Interesse notwendigerweise, und müssen da bei mir durch im Pflichtmodul. Und ich fange jetzt an mit Scrum. Und wie viel Zeit müsste ich da einplanen, damit ich sicherstellen kann, dass dieser Prozess verstanden wurde? Oder wird er am Anfang von dir einmal eingeführt und dann, ja, wie schnell lernen die das? Funktioniert? Also ich kann mir vorstellen, dass der erste Sprint vielleicht auch eher so ein Übungssprint ist dann sogar, dass es da noch nicht gar nicht so richtig läuft. Das war die Frage. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Das betrifft sowohl diesen Einsatz von Scrum, aber auch selbst der Einsatz des Inverted Classroom, finde ich, muss auch gut eingeführt werden. Also überhaupt, dass ich mich jetzt nicht mehr hinstelle als Lehrender vorne und irgendwie alles erläutere, das muss man den Studierenden schon ganz deutlich klar machen. Erläutere ich immer relativ deutlich. Also irgendwie ganz klar, erste Veranstaltung, da wird erstmal so die gegenseitige Erwartungshaltung klar gemacht. Und auch ganz klar, dass Sie nicht die Erwartung haben, dass Sie sich jetzt bequem hinten hinsetzen, ich vorne stehe und erläutere. Das kann man nicht deutlich genug sagen. Insbesondere immer dieses Thema Eigenverantwortlichkeit, daran appelliere ich immer. Und in der Tat habe ich natürlich jetzt, je nachdem, ob ich so einen klassischen ICM mache, ohne Scrum oder auch hier mit Scrum, das erläutere ich schon ganz intensiv. Und das begleite ich auch immer wieder. Und bei dem Scrum, das bin ich jetzt eben nicht drauf eingegangen, da gibt es ja auch so die typischen Rollen. Da gibt es den Product Manager, da gibt es den Scrum Master und da gibt es das Scrum Team. Und der Scrum Master ist eigentlich derjenige, der eigentlich so ein bisschen den Ablauf im Blick behält. Ja, der sozusagen anschaut, dass beispielsweise solche Dokumente, wie wir sie hier jetzt sehen, dass die vielleicht gepflegt werden, dass das Team entsprechend zusammenarbeitet, dass diese Daily Stand-Ups eingehalten werden. Das übernehme ich beim ersten Sprint in der Tat schon noch so ein bisschen mit, dass ich mit drauf achte. Und übergebe das dann aber, wir haben dann hier im Prinzip so ein Scrum Master innerhalb des Teams definiert, nur das kann der oder die natürlich noch nicht. Das heißt, der oder die Person wächst da rein und ich übergebe im Prinzip die Verantwortung so schrittweise an das Team. Und das passiert in der Tat, wie du es eben schon vermutet hast, sagen wir so im Laufe des ersten Sprints. Und dann ziehe ich mich da auch raus. Den zweiten und dritten Sprint begleite ich da nicht mehr so eng. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie groß waren die Teams, die du gebildet hast? Wollte ich auch gerade fragen, sehr gut. 3 bis 4 Studierende. Okay. Und das ist sicherlich sowas, das ist also beispielsweise, ich hatte das eben schon mal ganz kurz erläutert, EduScrum, das ist schon sehr nah an EduScrum hier angelehnt. Ich habe es nicht exakt übernommen. Es kommt aus dem niederländischen Raum und es ist dort sehr stark in Schulen verbreitet. Schulen haben den Vorteil, da gibt es sowas wie Anwesenheitspflicht. Das gibt es bei uns nicht. Und was im Hochschulkontext schon so ein bisschen problematisch ist, wenn du jetzt hier so ein 3- oder 4er-Team bildest, wenn dann Einzelne im Laufe des Semesters feststellen, ach Mensch, dieses Modul möchte ich doch nicht belegen. Und wenn dann die Gruppen so auseinanderbrechen, das ist echt ein hinderlich. Dann musst du dir überlegen, wie arbeiten die Gruppen dann weiter zusammen? Musst du dann vielleicht neu zusammenstellen? Das macht es ein bisschen schwierig, da muss man schon so ein bisschen flexibel sein. Aber hat zumindest geklappt. Aber das ist echt eine Schwäche auch im Hochschulkontext. Ist
Du hast eben geschrieben, 50 bis 70 Teilnehmer bei so kleinen Teams, hast ja relativ viele Teams. Und wie machst du dann, wie stelle ich mir so eine Retro-Sitzung vor oder auch die Planungssitzung? Das machen die ja selber Planung wahrscheinlich, ne? Bei Retro machst du mit Genau. denen zusammen Genau. oder wie läuft das dann? Beim ersten Mal schon. Am Anfang erläutere ich hier auch dieses Dokument, was wir jetzt hier gerade noch sehen, dieses Planungsboard. Und wir haben ja im letzten Semester war ja komplett online. Das heißt, ich habe ja typischerweise meine wöchentlichen Veranstaltungen, wo der Einstieg in die Veranstaltung letztendlich so ein Daily Stand-up für die einzelnen Teams ist. Das heißt, ich schicke die in Breakout-Sessions, wo sie sich dann kurz abstimmen, vielleicht auch nochmal gemeinsam Fragen formulieren zu den eigentlichen Lerninhalten, auf die ich dann im Laufe einer Sitzung eingehe. Und jetzt bezogen auf die Reviews und die Retros, da mache ich wirklich in der Tat Einzeltermine mit den einzelnen Teams. Ne, Ah das ja, heißt, okay. da treffe ich mich dann. Ich habe, glaube ich, das für die Retro haben wir, glaube ich, bei dem ersten Durchlauf, ich glaube, 30 Minuten pro Team Zeit investiert. Das war schon relativ viel, aber war mir halt auch wichtig, dass wir es einmal sauber durchführen. Ne, weil das haben sie auch alle erkannt, dass das eigentlich ein gutes Instrument ist. Ne, und dass es auch wirklich ein geschützter Rahmen ist, wo man auch über alles sprechen kann. Ja, das finde ich dann auch gut, dass es wirklich in so einer Breakout-Session ist, ne, weil da keiner mithört. Das finde ich sozusagen online besser durchzuführen als quasi vor Ort, in einem Praktikumsraum beispielsweise, wo dann vielleicht andere Leute irgendwie mit zuhören können. Ne, und das Ja, finde ich. das wollte ich gerade fragen. Die Veranstaltung klingt dann ja so, als wäre sie jetzt auch im Online-Format eigentlich besser durchführbar, ne? Oder eher dafür konzipiert sogar, auch wenn Breakout-Räume eine Rolle spielen und ja, die ganze Miro-Zusammenarbeit klappt ja theoretisch eigentlich auch besser, wenn man es online macht über Bildschirmteilung und so weiter, ne? Genauso ist das. Also das Ding ist jetzt einfach hier auch ein Auszug aus dem Miro-Board, steht hier jetzt nicht, ne, was wir ja auch schon mal in einem unserer Videos hatten. Doch oben steht es, Was steht Planungsboard im da, Miro. Genau. ja? Das war wunderbar. Ne? Also besser geht es nicht. Weil dann, ich hatte das auch schon mal probiert auf einem großen DIN A0-Blatt, ja, und dann vergisst das immer irgendwie einer. Ne? Man bringt das zur nächsten Sitzung nicht mit. Und das hat die Digitalisierung da ganz klar einen Vorteil. Ne? Hast du dann ein großes Miro-Board, wo jede Gruppe so ihren Bereich hat, oder haben die alle einzelnen Miro-Accounts und Boards? Also ich habe sozusagen damals dann, das ist initial immer schon so ein bisschen aufwendig, das habe ich individuell für jedes Team angelegt, weil das auch verstehe ich so als so einen geschützten Raum, ne? Das war dann sozusagen ein Board für jedes Team, was dann aber über das Semester sozusagen weiterentwickelt wurde, ja, aus dem ersten Meilenstein, da wurde dann irgendwann eine Kopie angelegt dann für den zweiten Meilenstein des Boards, das war dann aber innerhalb des gleichen Boards. Ne? Haben sich die Teams untereinander austauschen können oder so? Ja, also grundsätzlich schon. Also ich weiß ja nicht, was Sie sonst alles noch so an Kommunikation pflegen. Also jetzt nicht durch mich irgendwie moderiert, ne? Aber die werden sich sicherlich irgendwie abgestimmt haben. Ich hatte gefragt, ob wir beispielsweise auch die Teamzusammensetzung nach dem ersten Meilenstein oder nach dem ersten Lernsprint ändern wollen. Und das war aber gar nicht gewünscht. Also die haben sich dann auch so zusammengeruckelt, auch wenn sie sich nicht kannten, dass sie dann eigentlich in dieser Konstellation auch nicht weiterarbeiten wollten. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar Richtung, was du einforderst und wie die Prüfungsform ist. Ich verstehe, oder wie, ich glaube, am Ende ist eine Klausur, oder? Die müssen am Ende eine Klausur und konnten sich zwischendurch aber auch, hast du gesagt, so testen lassen durch dieses Digitale, aber es ist am Genau. Ende die Klausur. Und forderst du sonst irgendwas von denen ein, zwischendrin? Und oder wie stellst du sicher, dass die diesen Prozess auch leben, oder machen die das von alleine? Also da gibt es welche, die machen es wirklich gut. Da gibt es einige Teams, die machen es nicht so gut. Das ist ein guter Aspekt. Also jetzt beim letzten Durchlauf ist es in der Tat eine Klausur gewesen. Das wird beim nächsten Durchlauf auch der Fall sein. Aber was ich ganz gerne mit reinnehmen würde, dass man hier beispielsweise auf dieses Instrument nochmal guckt, dass man das irgendwie in die Bewertung mit einbezieht, dass das nämlich wirklich gelebt wird. Das habe ich nicht gemacht in der Vergangenheit und das wäre jetzt für mich beispielsweise, ja, wir als Lehrende, wir nehmen ja auch von jeder Veranstaltung immer wieder irgendwas mit. Das würde ich irgendwie mit einfließen lassen. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Beispielsweise, dass ich das irgendwie bewerte im Rahmen der Retro, dass man sich mal anguckt, wie ist dieses Dokument gelebt worden oder beispielsweise, dass sie mir mal Zwischenstände davon schicken oder ich mir Zwischenstände angucke, das irgendwie in die Bewertung mit einfließen
einfließen lasse, um nämlich genau das noch stärker mit zu berücksichtigen, dass dieser Prozess auch intensiv gelebt wird. Ja, diese Aufteilung in drei Sprints und am Ende jeweils ein abzugebendes Produkt, das bietet sich ja schon fast an, daraus eine Portfolioprüfung zu machen, die aus drei Teilen besteht oder so, ne? Dass man sagt, jeder Sprint für sich ist sozusagen abgeschlossen und kann dann auch einzeln bewertet werden eigentlich. Ne? Genau, aber du weißt ja, wie das bei uns an der Hochschule ist. So eine Prüfungsordnung, die ändert man nicht so ganz schnell. Ja. Ne? Und, aber wenn ich jetzt irgendwie, wenn das so ein bisschen gelebt ist hier, dann werde ich da sicherlich in diese Richtung irgendwie gehen. Ne? Weil da wird auch einfach die Prüfungsform der Klausur wird denen nicht mehr so richtig gerecht, wie man dann an die während des Semesters zusammengearbeitet hat. Ne? Genau, weil sie stecken ja auch schon sehr viel Arbeit dann auch im Semester rein und ich finde das immer ganz gut, wenn man das kombiniert mit dem, was sie dann auch für die Prüfung leisten müssen. Ja. Und ich habe deswegen auch gefragt, wie kriegst du die dazu, dass sie das auch leben, weil ich stelle mir das gerade bei mir vor, die haben eine Prüfung am Ende und die würden dann sagen, lass den Meset da doch machen, was er will. Wir machen zur Klausur unser Bulimie lernen und wenn dieser, also das ist ja das Problem bei den Noten. Wir wissen ja genau, ja. Sie brauchen am Ende die Klausur und das Zeug zwischendrin, wenn die nicht erkennen, dass das extrem wichtig ist, entweder weil es wichtig ist für sie selbst, das ist aber oft schwer, dass sie das erkennen, gerade im zweiten Semester, weiß ich nicht so richtig. Oder weil ich sage, das hat auch eine Bewandtnis für das Ergebnis oder das ist sogar die Prüfung. Ja. Dass ich dann zu dem Effekt komme, dass vielleicht so ein paar Eifrige, die gibt es ja immer, die machen das super. Die finden das auch toll, aber es gibt halt immer diesen langen, sagen wir mal, den Longtail, die meisten, die dann nicht erkennen. Das ist mehr Aufwand für die einfach und sie wissen, es gibt eine Klausur, warum muss ich das alles machen? Ja. Um dieses Bulimie-Lernen zu verhindern, da werfe ich nochmal ganz kurz diese eine Folie an der Wand. Da hatte ich ja eben gesagt, die durften sowas wie so einen Wissensspeicher anfertigen. Ja, ja. Dieser Wissensspeicher, das war im Prinzip eine eigenständig formulierte Zusammenfassung der Inhalte des entsprechenden Sprints. Ja, hier dieses Ding. Das heißt, das mussten Sie zu einem bestimmten Termin auch abgeben. Das habe ich nicht erst kurz vor der Klausur eingesammelt. Das durften Sie auch nicht zur Klausur mitbringen. Da habe ich dann gesagt, so keine Ahnung. Ja, Sprint, Abschlussdatum war, ich sage mal, irgendwie Ende März. Ja, und dann mussten Sie zu diesem Termin mir halt Ihren Wissensspeicher abgeben. Und den habe ich dann zur Klausur ausgeteilt wieder. Und einfach um dieses kontinuierliche Lernen so ein bisschen zu befördern. Also als du das eben so nebenbei erwähnt hast, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja schon alleine ein Thema wieder wert, weil ich finde diese Idee so genial. Ich glaube, die hast du auch von irgendwo anders, hast du schon mal erzählt, übernommen. Aber ich finde, das ist eigentlich ja total clever, weil letztlich, du gibst ihnen die Chance, Dokument mit in die Klausur zu nehmen, aber sie müssen das zu dem Zeitpunkt vorbereiten, wo eben gerade dieser Sprint läuft. Das können sie also nicht machen, irgendwie am Ende des Semesters schnell alles zusammenschreiben. Und dadurch zwingst du sie ja dann auch dazu, letztlich, wenn sie das nutzen wollen, das dann zu machen, wenn gerade, und später geht es ja nicht mehr. Und das werde ich auf jeden Fall, ich habe mir das letzte Mal schon vorgenommen, werde ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen für meinen, ich weiß nicht, ob ich das ganze Edu-Scrum schon machen kann, aber ich werde auf jeden Fall dieses Konzept, das finde ich so genial, auch mitnehmen. Das ist, ja, extrem clever. Genau, um das nochmal zu sagen, das habe ich mir entliehen von unserem netten Kollegen Johannes Hirata aus der Wieso. Ne, mit dem war ich im Lehrkolleg zusammen, der hatte mir das damals erzählt und das fand ich irgendwie gut. Und das, weil das schon immer dieses Thema Bulimie lernen, das ist halt schon weit verbreitet. Ne? Und das kann man so ein bisschen aushebeln. Wie groß ist das? Ist das eine DIN A4-Seite und du gibst so Kriterien, Schriftgröße, irgendwas vor? Oder wie? Ich gebe gar nichts vor. Das Einzige, was ich vorgebe, handgeschrieben. Also das ist nicht einfach blind zusammenkopieren, sondern handgeschrieben. Ja, da gibt es dann auch über Untersuchungen zu, dass das einfach lernförderlich ist. In diesem Fall war ich großzügig, sie durften sich 2 bis 3 Seiten aufschreiben. Okay. Handgeschrieben, ja, das ist natürlich auch, ja klar, dann ist Copy and Paste raus. Das ist auch ja eben, ne? Dann kommen natürlich die Fragen, darf ich das auch auf dem iPad machen oder irgendeinem anderen Tablet? Ja, dürfte auch, aber bitte handgeschrieben. Ne? Nicht Comic Sans. Das gilt nicht als handgeschrieben. Ja, und hattest du schon mal, dass eine Gruppe, dass jemand nichts abgegeben hat und sich nachher beschwert? So wegen, Nein, noch gar nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das prüfungsrechtlich auch wieder, wenn einer was mitnehmen darf und der andere nicht, weil das nicht abgegeben hat, kann man, würde ich auch so machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder so ein paar gibt, die dann am Ende sagen, ich habe das nicht gewusst. Und also ich habe das immer auch gehabt, wenn ich sowas mache, auch so Bonuspunktprogramme, ne, gibt es ja auch manchmal als Idee, dass dann irgendwelche sagen, ja, das wusste ich gar nicht. Und, ja, wart ihr denn nicht da? Nee, waren sie nicht da. Ja, natürlich, dann können sie es auch nicht wissen. Aber das da hattest du noch nie den Fall, das hat immer funktioniert.
Also bislang bin ich immer frei von Klagen. Ich war darauf eingestellt, in der Form, dass ich mal abwarte, aber ich habe es einfach so gemacht und ist auch nichts passiert. Und in der Tat, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob wirklich zumindest doch die bei der Klausur da waren, die hatten auch alle was eingereicht. Na cool. Ja. Also mir hat Spaß gemacht, weil es auch irgendwie, ich sag mal so, den Anforderungen des Arbeitsmarktes später, glaube ich, zumindest in der Informatik, dass man das halt entsprechend aufgreift, hier mit in die Lehre einbringt, finde ich ganz wichtig, das halt frühzeitig auch schon kennenzulernen. Ja, und du hast dann praktisch deine Sitzungen, so wie du es eben auf der einen Folie gezeigt hast, die waren dann im Prinzip diese, oder jetzt muss ich mal fragen, diese Daily Sprints oder Daily Stand-Ups, die hast du dann sozusagen in deiner Sitzung mit Breakouts gemacht. Da konnten die dann Zeit der Sitzung nutzen und sich dann in die Breakouts begeben. Das mache ich im Prinzip so, wie ich das sonst beim Inverted Classroom auch mache, dass ich halt erstmal bereit bin für Fragen. Mhm. Das sind dann entweder organisatorischer Art oder halt fachlicher Art. Und damit die sich halt einfach nochmal verständigen können, habe ich gesagt, ich fange immer mit so einem Stand-Up an, schicke die in Breakout-Sessions 3, 4, 5 Minuten, wo sie dann im Idealfall mit irgendwelchen Fragen inhaltlicher Art rauskommen, auf die ich dann einfach eingehe. Ne? Und ansonsten lasse ich sie einfach arbeiten, wenn nichts kommt. Was ich ja meistens auch immer mache, das mache ich auch sozusagen unabhängig von Scrum in dem Inverted Classroom-Ansatz, dass ich, wenn ich jetzt ein neues Thema einführe, dass ich dann immer so eine kleine Überblicksvorlesung gebe, ne? Um einfach so dieses Thema einzuführen. Keine Ahnung, hier Graphenalgorithmen, was sind Graphen, was macht man damit, was sind so klassische Algorithmen, aber eher wirklich so als Überblick gedacht, dass sie so eine grobe Orientierung haben, was erwartet sie in diesem Sprint, und jetzt nicht in die Details einsteige, die Algorithmen, ich sag mal, schrittweise durchgehe, Korrektheitsnachweise da durchführe. Das mache ich nicht, das haben wir alles eigentlich auf Video oder in Textform. Es sind eigentlich immer nur so, ja, Fragen beantworten und Überblick geben. Also im Prinzip so Struktur schaffen, dass sie sich den Lernprozess selbst gestalten. Aber jetzt nochmal zum Verständnis, diese Retro-Sprints, die hast du obendrauf noch gemacht, diese 30 Minuten. Genau, das habe ich sozusagen, das ist Teil des Praktikums, sage ich einfach. Ne? Wir haben ja, das ist eine 3+1-Veranstaltung, das heißt, da gibt es Praktikatermine und quasi den Praktikumstermin. Ja, das verwischt so ein bisschen bei dem Konzept natürlich. Ich habe nicht mehr diese klassische Einteilung, ja, Vorlesung im Hörsaal, Praktikum typischerweise in einem Rechnerraum, das verwischt so ein bisschen. Dann habe ich halt in der Woche, wo der Lernsprint zu Ende war, habe ich halt entsprechend einfach Termine definiert. Da habe ich jetzt auch gar nicht so großartig auf den eigentlichen Stundenplan geachtet, so wie es halt passt. Ich biete halt so einen Block von Terminen an, können sich bei mir dann selbst buchen und dann gehen wir da der Reihe nach durch. Ja, vielen Dank für das Vorstellen. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ich bin mir nicht sicher, habe selber nie in einem Scrum-Team gearbeitet. Ich kenne das Konzept aber auch nur vom Papier. Ich habe das selber nie gelebt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir schon zutrauen würde, quasi mit anderen dieses Konzept zu leben, weil ich selber nicht so viel Erfahrung in Scrum habe. Also ich bin ja nun schon lange an der Hochschule, ja, und als ich sozusagen vor meiner Zeit, da gab es noch kein Scrum, ne? Aber was ich sozusagen in der Rückschau jetzt sehe, wir haben damals schon sehr agil zusammengearbeitet in den Arbeitsgruppen, wo ich tätig war. Wir haben es halt anders genannt und natürlich, sagen wir so, diese Methodik, die jetzt hinter Scrum dahinter steckt, da gibt es ja ein großes Regelwerk, man kann viele Kurse buchen. Ich finde immer, man muss sich irgendwie die Methodiken angucken und dann vielleicht das rausgreifen, was für einen passend erscheint. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Freund davon zu sagen, so, das ist jetzt so und so definiert und man muss das alles 1:1 genauso machen, sondern ich finde, wir haben ja alle auch ein bisschen Erfahrung so im Kontext der Lehre und da muss man sich einfach das rausgreifen, was denn für die eigene Situation irgendwie als sinnvoll und hilfreich erscheint.
So machen das die Firmen ja auch. Also ich habe in der Beratung auch noch mit Scrum arbeiten dürfen und bin auch sogar damals zertifizierter Scrum Master geworden, allerdings abgelaufen, die muss man immer wiederholen. Und da haben wir auch in den Firmenprojekten immer gesehen, also man nimmt die Grundidee, ne? Also das, was passt, und vieles, was aber eben nicht passt, macht man einfach so, wie man selber braucht. Und deswegen von der Grundidee, glaube ich, kann man das relativ schnell fassen und die Details, Begrifflichkeit und so weiter, ich meine, das ist ja dann auch gar nicht so wichtig für so einen Einsatz jetzt hier. Also ich glaube, die Grundidee ist relativ leicht fassbar. Ja. Und ich glaube, ich würde es auch mal probieren, aber ich glaube, ich würde es dann erst in einer kleineren Gruppe, also nicht nächstes Sommersemester, sondern ich würde dann mal überlegen, ob ich das im Wintersemester in der einen oder anderen Veranstaltung mal überlege, reinzubringen. Gibt es da irgendwie eine gute Quelle, die du empfehlen kannst, wo man das nochmal nachlesen kann, außer jetzt deinen Vortrag? Gibt es da noch einen? Ja, also ich bin ja eingestiegen über das EduScrum. Ich habe damals einen Workshop gemacht. Da gibt es eduscrum.org oder eduscrum.de, glaube ich. Da gibt es halt letztendlich auch so einen EduScrum-Guide. Das war für mich im Prinzip der Einstieg. Das ist in Form von, ich sag mal, 2, 3 Artikeln. Die kann ich vielleicht einfach unten in den Kommentaren oder das nochmal verlinken. In die Shownotes. Shownotes, genau. So heißt das. Richtig. Da verlinke ich das einfach mal, die Beiträge. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, dieses Rahmenwerk, was du gerade schon gesagt hast. Und dann meine ich, dass man sich das auch relativ schnell dann erschließen kann. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, gerne. Dann bin ich gespannt auf den nächsten Erfahrungsbericht von euch. Dauert dann ja noch ein bisschen, aber ich bin auf jeden Fall daran interessiert, sozusagen auch in Austausch mit anderen Leuten zu kommen, die, sage ich mal, ob es nur Scrum ist oder generell so agile Methoden in der Lehre, finde ich einfach hochgradig spannend. Also vielleicht bin ich auch im Sommer schon dabei. Ich habe eine kleine Veranstaltung und vielleicht können wir uns ja auch mal zwischendurch austauschen, weil ich sicherlich mal auf deine Erfahrung da zurückgreifen will. Da habe ich nämlich so eine kleine Veranstaltung, wo wir eigentlich auch genau sowas machen. Die müssen auch programmieren und das passt eigentlich perfekt. Also ich glaube, vielleicht würde ich es da mal probieren. Da habe ich immer so 10, 20 Studierende, da kann ich gut kleine Gruppen machen, das ist überschaubar. Das, ja. Ich habe auch eine Veranstaltung, wo das eigentlich passen würde. Wahrscheinlich so eine ähnliche wie deine. Aber die sind halt nur 2 Semester pro 2 Semesterwochenstunden. Ich habe natürlich da nicht die Zeit zur Verfügung, die du hattest. Ne? Du hast natürlich da mit 2 Vorlesungen und Praktika echt auch viel Zeit pro Woche. Sind wahrscheinlich 8 Semesterwochenstunden. Ne? Aber du brauchst die gar nicht. Du brauchst gar nicht so viel Zeit. Also jetzt sozusagen in dem direkten Austausch mit den Studierenden. Manchmal waren die Veranstaltungen auch nur kurz, wenn nämlich keine Fragen da sind. Ja. Viel wichtiger ist, dass die Studierenden ihre Zeit selbst einteilen und sich selbst sozusagen die Arbeit einteilen und dann bearbeiten. Ja. Probiert's. Ich kann euch nur ermuntern. Ja. Wie gesagt, die Studierenden fanden es klasse. Wir haben lustige Kommentare bekommen und hat mir sehr gut gefallen. Und den Studierenden, glaube ich, auch. Ja, alles klar. Dann würde ich... Gutes Schlusswort. Genau, gutes Schlusswort. Dann sind wir auch wieder am Ende unserer nächsten Episode und ich denke, wir werden uns dann im neuen Jahr nochmal wieder treffen und dann machen wir die 9. Folge. Bis dahin, ne? Euch allen, falls wir uns nicht mehr sehen, schon mal schöne Feiertage und kommt gut rein in 2022 und natürlich auch alle, die hier zugucken. Super, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.